Hallo, ich gucke immer in die falsche Kamera. Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die, einer weiteren Folge. Wir befinden uns immer noch in unserer Hütte, die wir hier schon, ja, grandios ausgebaut haben. Ne, wir sind so ein bisschen, ich sag mal, wir müssen mal zusehen, dass wir... Dass wir uns ein wenig ruhig verhalten. Weil die erste Nacht möchte ich nicht schon drauf gehen. Wir wären in der letzten Folge, wären wir schon beinahe drauf gegangen. Kann ich Pfeile herstellen? Ja. Ich möchte ein paar Pfeile herstellen. Sehr schön, haben wir 4 Stück. Dafür brauchen wir natürlich auch Holz. Und wir brauchen Holz, dann können wir noch mehr. Wir haben 40 Federn, das heißt, alter Schwede, wir können richtig Gummi geben, was Pfeile angeht. Wir brauchen dafür eine Feder. Einmal Holz und einen kleinen Stein. Wir haben insgesamt 40 Federn, 335 Steine. Ja, ist doch gut. Nur Holz fehlt uns. Wir müssen normalerweise eigentlich auf Holztour gehen. Das Problem ist aber, was ich sehe, dass wir nachts vielleicht nicht rausgehen sollten. Und wir... Warum hält er jetzt die Pfeile so komisch? Okay. Da müssen wir uns ja sowieso nachts ruhig verhalten, weil hier schlawinern definitiv 2 Zombies ums Haus. Die habe ich gerade schon gehört. Und ich habe keine Lust, dass sie hier ins Haus schon kommen. Was war das denn? Und ich habe keine Lust, dass hier jemand... Holzstuhl aufnehmen. Wir können den Holzstuhl sogar aufnehmen und wahrscheinlich irgendwo anders positionieren. Aber ich finde den ganz okay. So hier, so direkt so am... Schade, dass man sich nicht hinsetzen kann. Oh. Okay. Ja. Ganz interessant. Kann ich... Da watschelt jemand. Ich hab's gesehen. Der watschelt ums Häuschen. Was? Jetzt tritt er mir tatsächlich meine Tür ein. Das heißt, wir sollten hier verschwinden. Ganz schleunigst. Warte mal, habe ich jetzt... Kann ich... Ach, ich habe kein Holz, ne? Kann ich irgendwie anbringen hier? Ah. Alter! Alter, ich bin gelähmt! Alter! What the fuck? Da ging aber schnell. Alter, ciao. Mach's gut. Der kam aber zügig rein. Wo ist der? Da. Ich habe ihn nicht getroffen, verdammt. Ich sehe nichts. Oh, verdammt, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Alter. Ich bin so schlecht im Pfeil und Bogen. Toll, und jetzt habe ich nur noch die Axt, oder was? Survival! Mitten in der Nacht rumkloppen! Die halten noch nachts mehr aus, ne? Habe ich mir mal sagen lassen. So, jetzt geh einfach zu Boden, du kleiner Kacker. Was hat er denn dabei? Hühnchenration, Alter! Jetzt erstmal wieder rein in die Bude. Der hat uns bestimmt die Tür kaputt gewichst. Hundertprozentig. Ja, war so klar. Tolles. Ich höre schon wieder jemanden. Oh nein, da oben. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir sollten, damit wir das Haus nicht in Gefahr bringen, sollten wir vielleicht erstmal hier verschwinden auch. Dass die uns nicht noch mehr kaputt machen, weil dafür haben wir die Ressourcen einfach nicht dafür. Wir brauchen echt Holz. Und die draußen rumlaufen. Ist keine gute Idee. Ist überhaupt keine gute Idee. Naja. Was bleibt uns anderes übrig, als denen erstmal aus dem Weg zu gehen? Nachts sind sie auf jeden Fall schneller unterwegs. Was ist das denn hier? Ist das ein Baum? Oh, hier, Feder. Feder, Feder, Feder. Boah, wir können richtig viele Pfeile machen. Wenn wir dann mal jemand haben, der mit Pfeil und Bogen auch umgehen kann.
Ich bestimmt nicht. So. Und Stein sollten wir uns echt mal organisieren. War das jetzt hier lang zum... Ging das jetzt hier lang zu unserem... Das, was wir in der vorigen Folge hatten... Dem Schrottplatz? Ging das hier lang oder was? Nee, andere Richtung war das, ne? Ich guck gleich mal auf die Karte. Schau mal hin. Nee, andere Richtung war das, glaube ich, gewesen, ne? Ja, hier. Kann ich das... Ich markiere mir das mal irgendwie. Warte mal. Ich markiere mir das mal als... Machen wir mal als X. Dann weiß ich... Aha. X. Guter Ort. Ich habe ein bisschen... Bisschen Angst, hier rumzulaufen. Obwohl es... Wo ist das denn? Stonehenge. Boah, wie viele da sind. Ich hau ab. Da war ein ganzer Pulk, war da gewesen. Ein ganzer Pulk. Kann die Nacht nicht ein bisschen schneller rumgehen? Das dauert ein bisschen lange. Aber wir haben ja schon 2 Uhr gleich. Das war übrigens meine Toilettenspülung. Die hört sich auch so an. Da steht jemand. Ich sehe dich genau. Mist, wir könnten echt gut Stein jetzt gebrauchen. Dann könnten wir ein paar Pfeile bauen. Aber ich sehe hier nirgendwo Stein. Ich bin so blind. Bis jetzt sehe ich nichts außer den... Die Tante da hinten. Ich bleib mal auf dem... Ich bleib mal auf der Straße, vorsichtshalber. Weil, sicher ist sicher. Da hinten sind... Da ist einer, glaube ich, geradeaus. Hier ist nichts drin. Da hinten steht einer. Da. Der läuft gerade über die Straße. Der ist voll am Zappeln. Voll der Zappel-Philipp-Zombie. Na, der bleibt aber da. Okay, was mit dem anderen... Da watschelst du. Okay. Gut, zurückfinden wir ja. Wir haben ja... Ja. Was? Scheiße. Oh nein! Okay, ich sollte hier weg. Ich sollte hier schleunigst verschwinden. Ich brauch Stein, ich brauch Stein, ich brauch Stein, ich brauch Stein. Oh nein. Und das Problem ist, irgendwann ist meine Ausdauer vorbei und die rennt immer noch hin. Oh, da sind noch mehr. Hör auf, habe ich gesagt. Hör auf. Habe ich gesagt. Hör auf. Oh, ich sehe sie nicht. Ich sehe sie überhaupt nicht. Wo ist sie denn? Okay, nochmal ein Glaskrug. Nehmen wir mit. Was haben wir denn jetzt? Warte mal. Verblutende? Was? Verbluten? Nein! Kann ich mich irgendwie... Verdammt, ich konnte einen Verband herstellen vorhin. Kann ich das immer noch? Ja, kann ich. Ich verblute... Nein, ich werde sterben. Ich werde so sterben. Nimm den Scheißverband! Boah, das ging aber so gerade eben nochmal gut. Alter Verwalter. Boah, was? 4% nur noch? Wir sind so durch. Wir sind so durch. Ich höre Hunde, Wölfe. Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Und wir haben nur noch 4% an Leben. Und es regeneriert sich nicht. Das heißt, wir sollten schleunigst irgendwie was finden zum Verarzten. Was haben wir hier? Jayden aus Dukes Casino. Aha. Kurzes Eisenrohr. Eisenrohr. Er hat Rohr gesagt. Du hast genug Nahrung zu dir genommen, um langsam zu heilen. Ja, das ist super. Das Problem ist nur, wie langsam heilen wir uns denn jetzt? Ich bin sehr gespannt. Jucca. Ich weiß gar nicht, was Jucca bringt. Hä?
Wo ist denn hier? Ey, wo ist denn hier? Ach, da hinten ist das Netz. Das Netz, vor allen Dingen, das Nest. Okay. Ist das ein Stein gewesen? Habe ich das gerade... Ja. Okay. Ich mal eben ganz schnell mal... Nur mal eben schnell gucken, ob keiner da ist. Vom Heilen sehe ich noch nicht viel. Wir sind immer noch bei 4 von 98. Ich bleibe mal in Deckung. Sicher ist sicher. Wir kriegen ja die Meldung, wenn wir gesehen werden. La 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 la. Kein Thema, wir haben noch eine Axt. Aber Stein können wir echt nicht. Nur Stein, wir brauchen unbedingt Holz. Holz, 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 Holz. Jetzt sind wir von auf 5 von 98. So. Und ich habe bisher auch noch nirgendwo irgendwas gesehen, was Baumartiges. Und hier ne. Da sind schon mal 2. Da steht auch jemand. 3. Oh Gott. Das sieht aus wie ein Haus da hinten. Ich kann es aber nicht. Ich kann es nicht genau erkennen. Was ist. Wir sind so tot. Wir sind sowas von tot. Naja, wenigstens sterben wir bei unserem Haus. Der ist immer noch hinter uns. Ich weiß es genau. Geh, lauf. Spiel. Oh, da plöppt gerade noch die Textur auf. Ja, der ist noch hinter uns. Und jetzt ist mein Ausdauer vorbei und jetzt kriegt er uns. Guck mal. Hallo, mein Freund. Und jetzt sind wir tot. Ein Schlag und wir sind tot. Ja, hau mich doch. Hau mich doch schon. Nein, tut er nicht. Weil, warum? Weil er doof ist. Das Spielchen kann ich den ganzen Tag spielen, Kumpel. Nein, jetzt bin ich tot. Ja, das war's. Das war's. Aber wenigstens spawnen wir aber direkt bei uns im Haus, weil wir ja da den... erscheinen auf dem Bett, erscheinen bei dem Bett. Machen wir mal auf dem Bett, mal gucken, was passiert. Der Zombie müsste ja immer noch da sein, ne? Der sieht uns bestimmt. Gespürt. Mhm. Unser Rucksack ist auch hier in der Nähe. Der liegt da direkt. Und der, da ist er schon. Der kommt schon rein. Ich weiß es genau. Ich weiß gar nicht, ich glaube um 6 ist erst die Nacht zu Ende. Ne? Das heißt, wir müssen noch eine ganze Stunde hier abgammeln. Ich finde es lustig, wie die Buggy sind immer, die... Wo ist mein Rucksack? Wo ist mein Rucksack? Mein Rucksack. Na, alles nehmen. Alles, alles wieder. Nein, aua. Ich frage mich, warum ich eigentlich alles genommen habe. Ich hätte doch direkt daneben sterben können. Hören die jetzt mal auf zu rennen? Alter, 3 Stück willst du mich arschen. Ich muss sie irgendwie weglocken auch vom Haus. Weil wenn ich dann mal anfangen möchte zu bauen oder so, dann will ich doch schon meine Ruhe haben. Ist so ein bisschen wie bei Minecraft, ne? Sobald man irgendwo anfängt zu bauen, spawnen die Tiere. Und so ist das hier wahrscheinlich mit den Zombies. Huch, was macht der denn? Ach so. Hab das gerade gesehen? Ich dachte, der schwebt da in der Luft. La 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 la. Oh, guck mal, der Mond. Ist jetzt mal vorbei mit Rennen? Die rennen immer noch. Wie komisch er rennt, ne? Ich meine, hey... Sportlich, der Kerl. Sehr sportlich. Oh. Alter. Oh, das ist der. Der sieht so ein bisschen aus wie der Shadow Man. Kennt noch einer Shadow Man vom N64? Hier, yeah, jetzt komm hier. Komm, one by one. Komm, one by one. Komm hier, one by one. One by one fight. Yeah. Survival. Survival.
Ja, die macht doch eh tot, aber egal. Match so lange auf dich ein, du kleiner Lümmel. Aber egal. Alter, wie viele? Aber wenigstens haben wir dann, wenigstens haben wir unseren Rucksack wieder vor der Tür. Das ist mein morgendliches Stöhnen, wenn ich aufstehe. Ich duck mich direkt mal. Okay, je öfter wir sterben, desto weniger haben wir an Ausdauer und Leben. Und ich muss unbedingt... Jetzt ist die Nacht um 6 Uhr morgens. Die werden ja immer noch da sein, denke ich mal. Aber unser Rucksack, der liegt ja da, ne? Da ist jemand. Hä, was ist denn da hinten? Hallo? Was ist denn da hinten? Was ist denn? Ich hoffe, dass... Oh, wieso hat er mich denn jetzt gesehen? Gibt's ja nicht. Okay, ich sammle mal eben ganz schnell meine Sachen ein. Hallo? Hallo? So, dann habe ich nämlich wenigstens alle Sachen. Ich weiß, wir haben vor der Haustür haben wir einen Baum stehen, aber ich möchte ihn unbedingt lassen. Weil ich finde ihn so vom Optischen ganz cool. Der passt ganz gut zum Haus. Ich weiß, hier kommt es nicht auf Optik an und tralala. So, jetzt haben wir Tagesanbruch. Wir machen uns mal, setzen uns jetzt mal ein paar Ziele. Wir werden auf jeden Fall jetzt zusehen, dass wir Knüppel nehme ich mit. Standards nehme ich auch mit. Dass wir so langsam mal zusehen, dass wir für den Bogen ein paar Pfeile kriegen. Das heißt, wir müssen Holz finden. Ich hoffe, wir finden so schnell wie möglich Holz. Stein haben wir jetzt auch bald genug. Naja. Gut Ding will Weile haben, sagt man ja so schön. So, mal gucken wir mal. Alter, wo kommst du? Alter, Alter. Wo kommt der denn her? Oh, ich glaub's es nicht. Das gibt's doch nicht. Rennt der? Wieder am Watscheln ist. Lalalala. Komm, ich komme nächste Woche. Aber wo ist hier ein Baum? Ich sehe nicht einen Baum. Verdammt, wieso muss ich ausgerechnet am Grand Canyon spawnen? Dieser Scheißkarte. Alter, was ist denn hier los? Geh weg. Ist denn noch... Ja, ist noch alles mal. Wir müssen auch unbedingt... Oh. Wir müssen auch unbedingt langsam zusehen, dass wir Essen und Trinken finden. Deswegen würde ich jetzt vielleicht sagen, bevor wir jetzt Holz... dass wir erstmal so langsam... uns vielleicht doch zu dem Schrottplatz begeben. Um da mal... Um da mal zu gucken. Ich habe bekloppt einen Holzstamm. Mal gucken, wie viel Holz der bringt. Wow. Und genau jetzt sind hier die Zombies. Ja, komm du mal. Und weg ist er. Ciao. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal an der Stelle machen wir einen kurzen Break. Ich werde mal währenddessen weiter wandern, beziehungsweise mal eben schnell im Haus mal kurz eine Pause machen. Und guck mal da hinten. Alter, die belagern unsere Hütte schon. Die belagern unsere Hütte. Es ist ja unglaublich. Okay, ich würde sagen, ich bin hier noch versteckt. Was macht der hier? Ist das unsere Leiche? Okay. Okay, ich würde sagen, in einer weiteren Folge ziehen wir mal zum Schrottplatz und schauen uns da mal um, ob wir da vielleicht Nahrung finden. So, und ihr schaltet dann wieder ein. Also, bis demnächst. Ciao.